Heute, was geht ab, Leute? Homie. Heute ist Mittwoch, das heißt, heute ist wieder Rage-Stunde. Wie jeden Mittwoch. Und heute ist auch Heatran wieder am Start. Den gibt es jetzt in Shiny. Ich bin später zur Rage-Stunde auf jeden Fall unterwegs. Das heißt, morgen endlich mal wieder ein Gameplay-Video. Mal schauen, ob wir uns einen Shiny gönnen können. Aber ich wollte heute mal über Rage-Stunde reden. Und passend dazu auch Heatran, weil das Story fängt ungefähr vor einem Jahr an. Früher habe ich mit so nicht so korrekten Leuten zusammen geradet. Und dann hatte ich letztes Jahr ungefähr eine Top-Gruppe entdeckt, gefunden, oder die mich. Und die hat mich mit offenen Armen empfangen, aufgenommen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an AJ, Aileen, Saskia, Harley, Jonas, damals auch noch Andy und so weiter und so fort. Mittlerweile auch Costa und so weiter. Es war echt eine super Truppe. Wir haben viel, eine Menge zusammen geradet. Ich habe 100er Palkia mit denen gefangen. Ich habe 100er Diaga mit denen gefangen. Ich habe 100er, 200, 300er Latias mit denen gefangen. Also zwei auf meinem Main und einen auf meinem Kleinen. 100er Kyogre habe ich mit denen gefangen auf meinem Kleinen. Viele, viele 100er habe ich mit denen gefangen. Also eigentlich alle, die ich dieses Jahr gefangen hatte. Beinahe alle, außer Cresselia. Cresselia war zu Rage-Stunde hier bei mir zu Hause im Norden. Da bin ich für Cresselia nicht extra weit rausgefahren und ja, kam als Belohnung 100er Cresselia aus der Heimat, sag ich mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, es war eine super Truppe und die hatte mich letztes Jahr, als Heatran rausgekommen ist, aufgenommen. Da hatte ich zum ersten Mal mit denen geradet und ja, seitdem, wie gesagt, immer geradet eigentlich. Ein Jahr ist mittlerweile vergangen, ich glaube sogar ein bisschen mehr, Dezember war das und jetzt ist auch schon Januar. Heatran ist wieder zurück. Wie gesagt, mal schauen, ob ich mir heute einen Shiny gönnen kann. Aber mittlerweile hat sich eine Menge geändert. Früher hatten wir echt eine Menge geradet, 3-4 Mal die Woche sogar. Also zu Hochzeiten ging es schon gut ab. Samstag, Sonntag, Freitag, als der Boss neu rauskam, auch immer an dem Tag, wo der neu rauskam, wurde hart geradet. Und der große Unterschied seitdem ist die Rage-Stunde. Und darüber wollen wir heute reden, denn ich hatte letztens mal mit einem Kollegen geredet, also AJ, das ist der Anführer dieser Raid-Gruppe. Wir hatten halt so ein bisschen geredet, weil die Raid-Gruppe halt nicht mehr stabil am Start ist. Es wird nicht mehr so viel geradet. Viele sind einfach nicht mehr am Start, nicht mehr motiviert. Klar, es hat verschiedene Faktoren. Auch ich bin nicht mehr so motiviert und ein paar... Zwei Kolleginnen zum Beispiel zocken jetzt Harry Potter Go, die sind nicht mehr so krass am Start und das waren schon Kernmitglieder, sag ich mal. Aber einer der Gründe auch, wieso Raids oder unsere Raid-Touren nicht mehr so oft stattfinden, nicht mehr so krass abgehen, ist eben auch die Raid-Stunde. Und ich will die Raid-Stunde jetzt nicht schlecht reden, denn ich mache die eigentlich jeden Mittwoch sehr gerne mit. Es ist eine gute Gelegenheit, es geht eigentlich immer gut ab, sogar Vesper ging relativ gut ab und das hat eigentlich schon relativ gut gemacht. Aber eines der Nebeneffekte, der großen, schlechten, negativen Nebeneffekte ist halt, dass normale Raid-Touren, und ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung und aus meiner Sichtweise, kann natürlich auch sein, dass es bei euch überhaupt keinen Unterschied gemacht hat und überhaupt keine Einwirkung hatte, keinen Einfluss hatte. Aber bei uns ist es halt so gewesen, dass diese Raid-Stunden die Raid-Touren ersetzt haben. Wie gesagt, wir waren 3-4 Mal ungefähr die Woche am Raiden, auf Raid-Tour. Und die Effektivität der Raid-Stunde, die ist natürlich echt enorm. Man kann bis zu 15 Raids zu Fuß machen, mit Auto und so wahrscheinlich noch mehr. Aber man kann einfach in einer Stunde so viel raiden, wie man will, sozusagen. Und das ist natürlich schlauer, effektiver, zeiteffektiver auch. Man spart sich eine Menge Zeit. Man muss nicht 3-4 Stunden Raid-Tour machen, von einem Raid zum anderen laufen, durch die halbe Stadt fahren und sowas für einen Raid. Sondern man kann einfach in einer Stunde so viele machen. Das ist natürlich für viele attraktiver als so eine Raid-Tour. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch weniger lustig. Es ist halt so Massentierhaltung, wisst ihr, was ich meine? So bulimiemäßig alles auf einmal reinschütten in der einen Stunde. Während man davor halt 3-4 Touren gemacht hat, chillig, 2-3 Stunden, 4 Stunden. Und da der Spaßfaktor, will ich mal sagen. Nicht, dass eine Raid-Stunde keinen Spaß macht, aber der Spaßfaktor bei den normalen Raid-Touren war auf jeden Fall höher. Und die Touren waren immer lustig mit den Leuten. Und jetzt während der Raid-Stunde kommt es halt echt nur auf Masse an. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, was ich sage, ob ihr das nachvollziehen könnt, wie ich mich fühle oder wie AJ sich fühlt oder wie die Gruppe sich fühlt. Es gibt halt nicht wirklich viel Sinn, eine Raid-Tour zu machen, wenn man eh weiß, jeden Mittwoch kommt eine Raid-Stunde, in der man eh viel mehr Raids machen kann und viel mehr Zeit sparen kann und einfach nur da raidet. Wieso sollte ich Samstag, Sonntag auf Raid-Tour gehen und 3-4 Stunden jeweils verschwenden, sag ich mal, verschwenden natürlich in sehr großen Anführungszeichen, wenn ich einfach jeden Mittwoch auf Raid-Tour gehen kann, zur Raid-Stunde und da viel mehr Raids machen kann. Wie gesagt, ich finde die Raid-Stunde nicht schlecht. Ich habe da immer meinen Spaß, es kommt immer ein gutes Video raus.
Ich erinnere mich noch an letztes das Video, wo ich die Stunde einfach live gefilmt habe, uncut, wo ich mir das aufgesetzt habe, also euch hier aufgesetzt habe und dann einfach gefilmt habe. Da sind echt ein paar verrückte Szenen mit dabei gewesen. Zum Glück kam das nicht so gut an und es haben nicht so viele gesehen. Stell dir mal vor, das wäre abgegangen und 20.000 hätten das gesehen, was ich da alles für einen Müll gemacht hätte in der einen Stunde. Aber diese alten Touren, die vermisse ich auf jeden Fall. Viele vermissen die. Und es ist halt auch ein großer Faktor, wieso die nicht mehr am Start sind, ist eben, oder sind eben, die Rage-Stunden. Zeiten ändern sich, was soll man machen, was soll man sagen? Klar, es kann nicht alles so wie früher bleiben. Wäre natürlich geil, weil diese Rage-Touren, ich erinnere mich noch gerne zurück, das war echt Hammer und war richtig lustig und ja, fehlt mir auf jeden Fall. Ihr seht ja, ich bin eigentlich nie unterwegs für irgendwelche Rage-Touren. Klar, es gibt Ausnahmen, wenn zum Beispiel der Quasar oder so kommt in Shiny oder Mewtwo, da wird einfach jeden Tag geradet und nicht nur zur Rage-Stunde. Aber jetzt zum Beispiel für Heatran. Wieso soll ich jetzt am Samstag oder Sonntag eine Raid-Tour machen, wenn ich eh weiß, yo, heute Mittwoch geht's krass ab, nächsten Mittwoch geht's krass ab, übernächsten Mittwoch geht's krass ab. Brauche ich dann nicht am Wochenende auch noch eine Raid-Tour zusätzlich zu machen. Außer natürlich die ganzen Freaks, die so viel raiden, dass sie halt noch mehr raiden. Aber so für den Otto-Normalverbraucher, Durchschnittsspieler, denke ich mal, reicht jeden Mittwoch. Klar könnte man jetzt auch noch sagen, yo, wenn du die Zeiten vermisst, dann raide doch einfach noch mehr. Also mach doch diese Raid-Touren. Aber es geht ja nicht nur um mich, sondern die Gruppe und das Feeling der Gruppe. Und wenn jeder andere demotiviert ist und keinen Bock hat, weil eben nur zur Raid-Stunde geradet wird, dann liegt es ja nicht nur an mir. Klar, wenn jetzt irgendwie noch ein extra Raid-Tour ansteht und ich Zeit und Bock habe, bin ich schon am Start. Und die ist dann meistens auch lustig, aber das passiert eben nicht mehr so häufig, dass eine stattfindet, meine ich jetzt. Also nicht, dass ich Spaß habe, sondern Spaß habe ich schon meistens, aber dass eine überhaupt stattfindet, das passiert nicht mehr so häufig. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Merkt ihr auch den Einfluss? Wie gesagt, das ist meine Meinung, meine persönliche Erfahrung und das halt von der Gruppe, mit der ich abhänge, dass halt so eine Auswirkung hatte. Kann natürlich auch sein, dass es bei anderen Leuten überhaupt keine Auswirkung hat und immer noch fleißig weitergeradet wird und so weiter und so fort. Aber bei uns ist halt so. Meine Erfahrung teile ich mit euch. Könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr über die Rage-Stunden? Klar, sie machen Spaß. Aber haben die bei euch auch so einen negativen Einfluss auf die restlichen Raid-Touren, so wie bei uns? All das unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Ich mache mich jetzt bereit für die Raid-Stunde. Auch wenn wir gerade ein bisschen schlecht über die geredet haben. Ich mache jetzt die Heatgun-Raid-Stunde. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.